Und was verbinden Sie mit diesem Ort? Ja, ich hatte großes Glück, dass ich 1990 als letzter neuer Wissenschaftler bei den Staatlichen Museen zu Berlin, damals noch Hauptstadt der DDR, eingestellt wurde. Und hier im Pergamonmuseum verbinde ich mit vielen Dingen persönliche Erinnerungen. Der Blick hier in die Prozessionsstraße ist für mich etwas ganz Wichtiges, denn am Anfang meiner Zeit hier im Museum habe ich auch die sogenannten Protokollführungen durchgeführt. Das heißt, ich habe im gesamten Pergamonmuseum, in der Antikensammlung, im Vorderasiatischen Museum und im Islamischen Museum, wie das Museum damals noch hieß, Führungen gemacht, musste also auch vertraut sein mit der vorderasiatischen Altertumskunde und ein wenig auch mit der Antike. Das kam mir aber entgegen, da ich im Studium der orientalischen Archäologie in Halle schon ein sehr weites Feld beackern durfte und habe das auch immer als ein großes Privileg gesehen, so viele verschiedene Aspekte der, wie man damals noch sagte, orientalischen Kunst- und Kulturgeschichte verfolgen zu können.